Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Create Life 3. Wir haben wieder gestreamt und ich möchte auch mal zeigen, was wir im Stream alles gemacht haben. Das erste wäre, wir haben das Lager von 128 auf eine 256er Basisgeschwindigkeit umgestellt. Das sorgt zwar dafür, dass hier dauerhaft der zweite Elektromotor läuft und fast dauerhaft die Dinger, weil die Akkus halt recht schnell leer gesaugt werden. Ich weiß gar nicht, wobei der ist jetzt gerade voll geworden. Es könnte sein, dass die Pumpe hier jeden Moment ausgeht. Also es geht immer kurz aus, dann verbrennen die hier ihren Rest und dann gehen die voll und dann dauert es wieder ein bisschen, dann gehen die leer, dann gehen die wieder an und so weiter. Also es funktioniert wie gedacht und das hier ist alles voll. Denn unsere Raffinerie liefert viel mehr als genug. Genau, dann hier habe ich den Boden endlich wieder reingemacht. Und hier ein kleines Glaskuckloch für Joe, weil er das gerne wollte. Und wie man hier vielleicht sieht, ist der Zug nicht mehr da. So ein paar Sachen fehlen noch an dem Zug, wie man sieht. Aber größtenteils funktioniert der. Das hier sollte ein Viehtransporter werden, um die Kühe zu befreien. Allerdings hatten wir genug Probleme mit dem Zug, um den überhaupt zum Laufen zu kriegen, dass das aktuell noch hier rumsteht und man sieht, der hat sich verschoben und so weiter. Also Züge mit zwei Minecarts sind Katastrophe. Wenn man versucht, die dann zum Beispiel mit der Wrench einzusammeln, dann assembelt sich das ganze Ding und alles ist kaputt und zerstört und... Ich hasse Züge. Aber dafür gibt es jetzt das neue Update, dass wir nicht mehr in dieser Staffel einspielen können, weil es einfach nicht kompatibel ist mit unserem Modpack, aber in der nächsten. Und dann sind Züge nie wieder ein Problem, sondern ultra geil. Genau. Was haben wir noch gemacht? Hier haben wir eine Decke eingezogen. Dafür dann auch hier das Guckloch und so weiter. Und wir haben den Bereich hier ein bisschen ausgebaut. Und zwar den Keller, der war ja ziemlich häselig und jetzt sieht der so aus. Also ich finde, das neue Kellerdesign oder das fertige Kellerdesign ist ziemlich nice geworden. So, hier oben muss noch ein Aquarium rein, das ich mit Flocke demnächst mal baue. Aber da müssen noch einige andere Vorbereitungen hier getroffen werden. Aber vorher möchte ich ganz gerne, jetzt muss ich überlegen, wo... noch einen Raum bauen. Und zwar wie den hier, aber für Zauberkram. Denn wir haben ja hier die Anvils und die Grindstones und Enchanter. Und es gibt ja so viel Kram, dass man für das Zauberzeug braucht. Aber irgendwie haben wir keinen Raum dafür. Und ich überlege gerade, hier kann man... Hier könnte man vielleicht ein Fenster reinmachen. Damit man hier runterschauen kann. Das können wir uns mal überlegen. Hier muss noch ein bisschen Deko hin. Es ist halt super schwierig mit der Deko. Weil die Wände, also das ist alles sehr, sehr stark ausgebaut. Und das sind halt dann direkt oft schon die Wände oder direkt die Räume von den anderen Sachen dahinter. Aber das hier oben gefällt mir noch gar nicht. Hier ist auch noch ausbaufähig. Das hier ist, also es ist noch sehr viel ausbaufähig. Das Einzige, was mir hier jetzt tatsächlich relativ gut gefällt, ist der Keller. Und da vorne der neue Crafting-Raum und so weiter. Aber ich würde sagen, das wird mit der Zeit. Ich denke, den Magieraum machen wir hier rein. Einfach, weil wir hier halt auch den Platz noch haben. Ja. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich mach mal die Altbestände hier weg. Hier war ja früher so die kleine Einsatzzentrale, nenne ich es jetzt mal. Das kann weg, das kann weg. Ja, Tränke und so weiter können dann auch in den Magieraum. Betten stelle ich erstmal hier in den Flur. So. Und dann schauen wir mal, was wir hier machen können. Hier ist der... Oh, hier ist der XXL-Bohrer noch drin. Eieiei. Autsch.
Warum ist da ein Loch im Boden? Arbeitssicherheit? Hallo? Kommt man hier auch wieder raus? Offensichtlich nicht. Das ist ja toll. So, gehen wir mal hier hoch. Sag mal. War ich doch richtig. Ja, ich bin unfähig. Okay. Gut, hier müssen wir aufpassen. Ich würde hier einfach mal den XXL-Bohrer hier irgendwo hinstellen, wo ihn nie wieder jemand öffnet am besten. So. XXL-Bohrer. So, Bücher und verzauberter Kram. Das passt eigentlich ganz gut hier rein. Ach, hier sind noch Tools und sowas und Rüstungen. Ah. Tools. Zack, 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 zack. Rüstung. So, dann mal Inventar vielleicht ein bisschen aufräumen. Okay, lassen wir es erstmal so. So. Damit. Ja, das Smithing Table. Ja, nee, den packen wir auch zu den Zaubersachen. Passt zwar nicht ganz, aber da ist ja dann auch der Anvil und so, ne? Okay, Tools sind voll. Holy moly. Hier können wir zwei Scheren zusammen machen. Damit die nicht mehr so viel Platz wegnehmen. Naja, solange wir noch Platz haben, müssen wir da nichts wegwerfen. Rüstung, Dierhelm, Dierhelm, das hier kann weg, das da kann weg. Ach ja, aber die Level, die behalte ich. So, wir können doch den Crush hier auch als Mülltonne benutzen, oder? Sehr gut. Wobei eine richtige Mülltonne auch noch cool wäre. So. Ich finde es eigentlich eine ganz nette Idee. Hier. Hier war nur eins, hat mich nur erschrocken. Den hier so halb drüber hängen zu lassen. So galeriemäßig. Ich weiß gar nicht, wie hoch machen wir die Decke denn überhaupt hier. Ich denke, so passt's, aber da drüber dann quasi die Deckenblöcke, ne? Okay, ist ja ausgeleuchtet. Offenbar schon noch. Okay, das hier ist halt... Ah, ich sehe schon. Das hier sind hier die Blöcke.
Das macht es natürlich jetzt nicht so einfach, weil wir den Boden eigentlich nicht austauschen können. Na, dann müssen wir ein bisschen tricksen. Boden machen wir wieder aus Polished Cut Andesite, würde ich sagen. Gehen wir mal hier hin. Das ist Great Deco gewesen. Oder Layered Andesite. Layered Andesite. Genau, das sind nur die Stairs gewesen. So, und zwar auf der Höhe würde ich das einziehen. Und hier kommt dann eine Treppe hin, die dann quasi so ein bisschen hochbringt. Ja. Layered Andesite. Zack. Das heißt aber, dass wir die Decke nochmal einen höher machen müssen, leider. Machen wir genau bis hier. So, der Bereich sollte auch platztechnisch locker reichen. Dann so, und dann, wo sind unsere Layered Cut Andesite Stairs? Die sind mit Sicherheit nicht hier. Kann ich schnell welche machen? Die Polished Cut Andesite. Ah ne, Polished Cut Andesite Stairs waren es dann. Der hier ist 3 groß, der Eingang, ne? Ne, der ist sogar 1. Der ist sogar 4 groß. Also ist 3 eigentlich schon das Mindeste. Okay, das ist glaube ich gut. Dann kann man hier hoch und dann hier so durch. Und hier oben die Decke muss halt noch raus. Weil wir jetzt höher sind. Weiß ich gar nicht, dann machen wir das hier auf der ganzen Höhe raus. Na, dann muss eh, denke ich, noch einiges weg fürs Aquarium. Wobei ich auch noch nicht weiß, wie wir das hier machen. Ja doch, hier ist dann eigentlich auch direkter Blick ins Aquarium, ne? Sogar der schönere Blick. Okay. Dann brauchen wir einen Rahmen. So. Das heißt aber, dass es wahrscheinlich besser wäre, hier Dean Bricks zu benutzen. Ja.
Ich kann das mal mitnehmen. Haben wir keine Dean Bricks mehr? Schon wieder? Die Normierungsabteilung schlecht aktuell scheinbar. So. Zack. Zack. 24, naja, besser als nichts. Müssen wir dann von unten noch schauen, wie das passt. Aber doch, das hier ist ein gutes Fenster. Haben wir noch das Glas? Ich hole mal das Glas. 16. Ich weiß gar nicht, wie viel man da rausbekommen hat. So, dann hier ein bisschen Glas. Und dann Glas. Oder kann ich das... Ich kann das wahrscheinlich nicht chiseln, ne? Das wäre irgendwie weird, wenn ich da Eisen rein chiseln könnte. Okay, das wird zu wenig sein, denke ich. Ich nehme mal ein Stack mit. Oh, ist es nicht. Okay. Dann ist das erstmal die Aussicht so nach unten. Die ganz cool ist. Ja, und da muss hier wieder eine Menge ausgebaut werden, ne? Und keine Dean Racks mehr. Ja, die Decke. Ich weiß nicht, irgendwie möchte ich es doch nochmal ein höher. Aber bei der Höhe sind wir vielleicht sogar mit der Spitzhacke schneller. Weil der Bogen zwar schneller abbaut, aber bei der Höhe länger braucht, bis er zurück ist. So. Aber wenn wir das zu eng bauen, dann ist auch irgendwie doof, ne? Das ist immer so die Sache. Aber so sehe ich das jetzt erstmal ganz akzeptabel. Denn ich möchte dann hier sowas machen. Na, ich bin noch nicht ganz zufrieden. Wir brauchen mal mehr Dean Bricks, damit ich das ein bisschen besser einschätzen kann. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, ich brauche mehr gelbe Farbe. Und dafür brauche ich das hier. Das ist dann eigentlich 1er. Das geht eigentlich noch. So, einmal Sonnenblume. Wir hatten hier schon eine. Aber jetzt zwei sind drin.
Dann geben wir das dem guten Crashy zum Futtern. Wow, ist der schnell. Ja, seitdem das Lager hier auf doppelter Geschwindigkeit läuft, ist alles so insane schnell, ne? Das ist der Wahnsinn. Wie viel ist das jetzt? 199. Und sogar ein bisschen Orange Diver dabei. Okay, ich nehme mal zwei Stacks mit und dann Dean Brick. Ich frag mich nur gerade, ob wir das nicht vielleicht sogar noch ein bisschen verbessern können. Ich glaube nämlich schon. Wir brauchen ja nicht wirklich so hoch, das ist ja nur fürs Raumgefühl. Dementsprechend ist es ja auch völlig in Ordnung, würde ich behaupten, das so zu bauen. Dann das da oben mit Enderside auszufüllen. Und dann das so zu bauen. Stonecutter. Ja. Und dann können wir die Decke nehmen. Schon wieder alles aufgebraucht. Das ist ja Irrsinn. Aber es wird. Es wird. Leute, es wird. Ja, dafür brauchen wir mehr Bricks, ne? Haben wir. So, das da kann raus. Das da auch. Und zwar, ich habe mir mal ein bisschen was geliehen. Und diese Compacting Drawer haben die coole Eigenschaft, dass sie Bricks und sowas reversen können. So, zack, den Brick. Soll ja kein Problem sein, wenn da drüber Redstone ist, ne? Wenn über dem Redstone Blöcke sind. Ganz im Gegenteil. Das sollte gar kein Problem sein. Okay. Damit haben wir hier einen kleinen schnuckligen Zauberraum. Fehlt noch ein bisschen Beleuchtung. Haben wir noch so eine? Lantern. Iron Nuggets. Lantern. So.
Jawohl. Das ist schön. Dann vielleicht noch ein Bookshelf. Hier ist noch so einer, der kommt auch mit. Sind beide chipped. Haben wir Bookshelves? Wir haben ein Lektern. Können wir mal mitnehmen, so als Deko. Wir haben einen Zaubertisch, das ist gut. Aber wir haben doch sicher auch Bookshelves. Ich habe doch Bookshelves abgebaut, oder? Oder habe ich die abgebaut und die sind zu Büchern geworden? Das möchte ich jetzt nicht ausschließen. Keine Ahnung, die sind immer ganz gut. Kerzen sind in so einem Zauberraum immer ganz gut. Bin ich schon wieder blind? Ich bin wahrscheinlich schon wieder blind, ne? Ich sehe aber keine Bookshelves. Tatsächlich. Oder waren das irgendwelche Quark-Sachen oder so? Oder gechiselte oder irgend sowas? Nee. Ich meine, eingespeichert haben wir die ja nicht. Aber Bücher haben wir vielleicht gespeichert. Wir haben 23 Bücher. 22. So, also das reicht nicht für einen vollen Zaubertisch, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich würde ihn direkt hier hinten in die Mitte packen. Und dann hat er hier so seine eigene Ecke. Oder seinen eigenen Bereich. Und links und rechts könnte man ja andererseits... Na komm, wir machen das wirklich in die Ecke. Ich glaube, die hier zählen nicht, ne? So, mal schauen. Wenn wir das 3 hoch machen, könnte vielleicht ausreichen, was die Bücher angeht, weil dann haben wir hier noch ein bisschen mehr Platz, ne? Dann könnte man hier zum Beispiel Anvils hinmachen. Hier irgendwie Lektern. Hier könnte man dann ja, vielleicht wirklich Buchkisten oder so hinmachen. Habe ich noch so wichtige Sachen dabei, die ich den anderen nicht vorenthalten möchte? Nee, die liegen jetzt hier. Ja, ich denke, da müssen wir noch ein bisschen was machen, aber grundsätzlich ist das auf jeden Fall schon mal ein brauchbarer erster Raum. Und damit würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.